Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur dritten Folge Pokémon Ruby Destiny 2 Rescue Rangers. Zusammen mit ja, genau. Fragezeichen. Nachdem wir in der letzten Folge am Ende einen schönen Spielabsturz hatten, habe ich es relativ schnell wieder hier hingeschafft. Dieses Mal habe ich gespeichert und ja. Er ist vom von dem Pokémon renegiert worden. In seiner Nuzlocke. Genau. Deswegen lebe ich es aus wieder. Ich habe vergessen, dass ich was umstellen wollte, deswegen habe ich kurz resettet. Jetzt geht's in den Bosskampf. Es ist halt nicht sinnvoll, wenn ich am Ende nur noch mein Flamly übrig habe, weil das nur normal attacken kann. Deswegen beginne ich damit dann lieber. So. Jetzt wird's wieder ein spannender Kampf, genau wie letztes Mal. Ja, das wird echt spannend. Und ich werde schon wieder beim ersten Angriff paralysiert. Yeah. Das macht Spaß. Kommen noch zwei Schläge und es wird... Alter, das Ding macht wieder so viel Schaden. Das ist halt Was war nochmal der deutsche Name des Pokémon? Voltenso, viermal getroffen, Voltenso. Trotz Paralyse gewonnen, easy. Easy cheese. Also jetzt ging's erste Pokémon. Zwei Level erstmal hoch. Und nice. Glut gelernt. Oh, läuft bei mir. Ich sag nur so schön, wenn alles schief läuft, dann ein bisschen Glut gut und dann geht's wieder. Oh Gott. Ich kann sogar hoffentlich nochmal mit Glut angreifen. Ja, ich treffe trotz Paralyse immer. Nice. Oh, mit Flamly zwei Pokémon jetzt zerstört. Ich glaube, diesmal schaffe ich's. Wir sollten hier einen blenden Flamly, der Zerstörer haben. Ja, genau. Kennst du Pokémon Feuergrund? Yep. Ja, da auf der ersten Route, dieses Flamly auf Steroiden, das muss ich einblenden. Nee, dann schalten alle weg. Oh Mann. Das ist lieber. Stimmt auch. Wir wollen ja Kinderfreundlich sein. Alter, das scheiß Endivir kann ja auch nur normal attacken. Es liegt wohl wieder an dir, Günther. Warte. Ich hab mir gerade eine tolle Idee. Oh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Im Übrigen, dir ist es noch nicht aufgefallen. Was? Aber statt Lo steht da nur H. Das habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt. Wirklich? Ja. Ich hab das einmal vorgelesen. Okay. Ist mir nicht aufgefallen. Ah, sehr gut. Jetzt kann ich den Angriff nicht weiter senken. Jetzt lasse ich einen Divio. Scheiße, das Ding hat eine Beere! Naja, das Ding hat eine Beere. Das Ding soll einfach sterben! Am Ende setzt es. Ja. Du hast keine Abi mehr, du musst Tackle 1 setzen. Ja, ich hab's gerade auch bemerkt. Ja, Paralyse. Töte! Danke. So, jetzt kommt Pikachu. Jetzt kommt Günther dran. Los, Günther. Warum was heißt... Was irgendwie ironisch ist. Warum heißt das Ding eigentlich Pikachu? Ein Pikachu und hast dir benannt. Mal. Stimmt. Warum heißt das eigentlich im Kampfbildschirm jetzt Pikachu, obwohl ich es Günther genannt habe? Ja, ist aus Divia und... Die hat man aber nicht benannt. Oh Gott, ich mach weil ja gar... der Entwickler es geschafft hat, es umzubenennen. Hä? Hat der gerade einen Pikachu paralysiert? Das geht doch gar nicht! Das ist die Welt der Pokémon. Man kann doch keine Elektro... Hab verloren, geil. So viele Geheimnisse. Boah, Vorsprung. Komm, Pikachu. Du schaffst es. Komm,
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er ist dran. Nein! Ich guck mal kurz, ob diesmal was anderes passiert und wenn nicht, dann lade ich einfach. Ui. Ja, ich bin tot. Ich hoffe, du hast eine Rückspieltaste erfunden. Nö, aber ich kann hier jetzt einfach auf Load Game. Warte. Ja. Nächster Versuch. Das sind spannende Endbosse hier bei Günther. Ja, und man muss sie nur 27 Mal bekämpfen. So. Ich hab ihn beim ersten Mal besiegt. Hust, hust. Echt jetzt? Ich bin mal wieder paralysiert. Das hatte ich ja noch nie. Ich finde es auch super, dass du ein Feuerflug-Pokémon am Anfang schickst, wie ein Elektro-Pokémon. Das hat noch keinen Flugtyp als Erstentwicklung. Das ist nur Typ Feuer. So. Warum stirbst du? Nice. So, 1:1. Oh, Rasierblatt. Eine nutzvolle Attacke. Alter, das macht es halb kaputt. Two-Hit. Okay, jetzt wieder Gengar. Komm, diesmal muss ich's schaffen. Ja, diesmal schaffe ich's. Ich habe sogar noch zwei Pokémon. Du rasierst jetzt voll. Oh, fucking Hypnose! Nein! Im Übrigen, weißt du, was mir letztes gedacht haben? Was? Ich sollte mir wieder mal Special Arch sehen. So ist der Arch. Ich hab gewonnen! Yay! Das war First Try, das sah nicht so aus, war aber so. Du bist ja nur zweimal draufgegangen. Nee, das ist nie passiert, das war Anzeigefehler. Hä? Ja, 700. Ich glaube, jetzt kommt wieder mein Text. Ja. Cool. Ich glaube, der. Ja, der war ich. Anfängerglück. Nächstes Mal, wenn wir uns begegnen, hauen wir euch in die Fresse. Los. Wir verpissen uns. Yeah, das ist richtig. Rennt nur weg. Oh Gott, das war kompliziert. Ja, war's wirklich. Hätten nicht gedacht, dass ein Retter-Team sein so schwer ist, aber ist irgendwie auch ganz cool. Wir haben Mission erfolgreich. Keine Ahnung, was das heißt. Also, was machen wir jetzt? Wir gehen hier raus. Wir gehen zu unserem Pokémon-Hauptquartier. Und wo ist das? Punkt, 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 Punkt. Folge uns einfach so droppy. Bleib in der Nähe. Hieß den uns. Okay, los geht's. Yay. Aha, auf einmal sind wir da. Ein wunderbares Haus. Ich glaube, das würde es empfehlen, deine Teammitglieder zu heilen. Das sieht ein bisschen aus wie meine Thumbnails, das Haus. Wirklich? Nee, so schlimm sind die jetzt auch nicht. Ah, ich bin geheilt. Na dann. Yay, das Haus sieht aus wie ein Pikachu. Wie ein Pikachu, werde das nur gelassen. Oh, das ist eine Sonnenuhr. Ich frag mich, wie viel Uhr ist.
Ernsthaft? Die Uhr darf hier außen nicht fehlen. Ja, ich hab Spaß. Natürlich ist, wenn wir das hier gerade aufnehmen, Mitternacht. Weil, wäre sonst ja nicht logisch. Ja, wunderbar. Ist irgendwas im... Oh, ich kann nicht mal in den Briefkasten gucken. Oh, Günther, guten Morgen. Ich glaube, ich bin immer noch in der Welt der Pokémon. So, du hast also geschlafen. Blamey und ich wollen... zum Ranger Office gehen, also zur Polizeistation. Ja, und was ist passiert? Weil ihr wart schon da und geht nicht erst. Schau, das hier. Ein irgendwas Orden. Yay. Das ein ist. Okay. Ja, was ist das? Ist er das kaum gerade Günther? Yay. Jetzt hab's wieder gehört. Also, okay, ich hab kurz mein Mikro nochmal ein und aus. Oder warte, Warte, hörst du mich eigentlich über Discord oder über Skype gerade? Über Skype, hörst du es nicht. Ach so. Ja. Der Text geht weiter. Wenn für ein Pikachu, weißt du nicht sehr vieles außer, oder? Ich glaube, ich hab euch das nicht erzählt, aber eigentlich bin ich ja gar kein Pokémon. Was redest du da? Ja, not a Pokémon. Was bist du da? Ja, gut. Hey, Edivia, was geht hier ab? Was geht, Bruder? Ich zeige ihm nur Günther den Rettungsteamorden, den ich gerade bekommen habe. Yay. Und dann denkt Günther. Ich denke, Günther schläft noch ein bisschen. Ich bin wach. Du bist weit offen. Ich bin weit wach. So weit! Ja, hallo. Edibe und ich will zur Pokémon-Halle gehen. Keine Ahnung, was das heißt. Wir wollen uns für Rettungsteams, eintragen. Also für offizielle Rettungsteam-Shops. Okay. Kannst du dir so vorstellen, wie die Knuddel vor die. Okay. Also warum besuchen wir nicht mal den Start? Ich denke, das ist mal eine gute Idee fürs Erste, wenn wir dorthin gehen. Nein, ich soll da alleine hingehen. Endivion und Flamly gehen zu dieser Pokémon-Halle. Also, ja. Danke. Ich bin Übersetzungsfeinster. Ja, ich merke. Dann gehen wir jetzt. Deine Übersetzungen sind genauso mysteriös wie du selber. Warum kann ich nicht? Ich bin nett. Das ist gut. Warum kann ich nicht mit euch kommen? Leute? Ja, Leute. Weil wir sehr viel Ärger mit dir auf der ersten Mission hatten. Ich glaube, das hat er nicht gesagt. In Sinister Wut. Ich denke, du brauchst noch ein bisschen Rast. Und tu irgendwas. Ja, sehr gut. Ja, außerdem war das deine erste Mission. Du
bist doch kein Profi. Ey, Andivio sagt, ich war wie ein Profi. Ja, danke, glaube ich. Wie warst du Sommer auf dem Weg, Günther? Ich bin halt ein Profi. Andivio hat's erkannt. Ist also Briefkasten. Das Hauptquartier von unserem Team. Yay. Du musst wissen, der Special heißt New School Genders von Pokémon Mystery Dungeon. Ja, das weiß ich so ein bisschen. Es gibt keine. Da unten findest du dann die Dungeon. Yay. Pokémon Viereck. Ui, hier ist gar nichts, wunderbar. Ich drück die ganze Zeit meine Y-Taste in der Hoffnung, dass es unsichtbare Items gibt. Ich weiß gar nicht, ob es unsichtbare Items gibt. Ich will dahin. Ich glaube, alle sind hier sichtbar. Hä? Ah, Pokémon Viereck. Wunderbar. Steinklumpen, bei denen man nichts tun kann. Hallo. Hallo, toller Tag, nicht toll fürs Fliegen, aber ich bin zu faul. Wunderbar. Boah, das Knuffenser hat die genau richtige Farbe. Was ist bei dir falsch? Sprich du mal. Hallo, bist du ein neues Gesicht hier? Nett ist zu treffen, Pikachu. Yay! hier oben ist. Erklärung geht's aus wieder. Oh yay! Oh, hier ist ein Haus, wo ich rein kann. Hier ist die Gilde. Ich bin rein. Kein Bock. ich guck mich erstmal weiter um. Hi. Ein Pikachu, hab dich noch nie gesehen. Bist du neu? Was? Wie in der ersten Folge. Ich meine, was soll ein Pikachu sein? Also mach keinen Ärger. Ja, doch. Wo kann ich was anzünden? Hier ist das Kangama-Lager, oder? Ja. Wunderbar. Ah nee, hä, Briefe. Okay. Hi, Pogon. Hallo, Wetze. Was machst du denn? Achso, das wird noch irgendwann nachgefixt, oder? Oder kommt irgendwann das Story? Nein, das musst du einfach weiter Story. Also. Hey, Raupi. Oh, hi, Pikachu. Danke für Rettung von mir. Im Sinister Forest. Ja, ungern. Was hast du zu tun? Danke, dass du mein Baby gerettet hast, Pikachu. Wow, noch mehr Kankam. Nein. Das ist halt dann so eine Trainingshalle. Ja, wie halt das Knogger Dojo oder Makuhita. Genau. Oder was auch immer da halt ist. Und du. Mach du nochmal. Ich glaube, Abra teleportiert ist. Yay. Als im Sinister Forest wieder rein. Ah, nee, er ist allgemein noch nicht so weit. Dann geh. Wenn du eigentlich die Dungeon besuchen willst. Yay, dann geh ich mal zu der Gilde da oben. Und links, gibt's was Kalkion. Echt? Ah ja. Warum bist du blau? Hallo. Ja. 10 Leben, aufwachen, Hyperhysike. Da kannst du dir alle, Rüste kaufen. Yay. Ich
denke, ich nehme mir mal was gegen Paralyse mit, so viel wie ich schon paralysiert wurde. Ja. Dann gehe ich jetzt mal hoch zur Gilde. Aha. Oh, hallo Günther. Aha, habe ich hier irgendwas zu tun oder? Gardevoir musst du sprechen. Hallo junges Pikachu. Ich bin Gardevoir. Der Chef vom Pokémon irgendwas. Ich hab gerade erfahren, dass dein Pokémon-Retterteam vom Ranger Office bemerkt wurde oder sowas. Das ist toll. Aber um euch wirklich zu testen, habe ich eine Aufgabe für euch. Spezielle Aufgabe für das. Ja. Ehrlich? Eine spezielle Aufgabe? Ja, ihr habt es schon richtig gehört. Go Getters, ich hasse den Namen übrigens. Oh, es ist wie ein Traum. Yay, das ist ein Traum. Ein richtig guter Traum. Es ist ein sehr toller Traum, dass wir jetzt irgendeine Scheißaufgabe erfüllen dürfen. Nein, das ist wirklich geil. Und was mehr eine Special Mission. Irgendwie triggert mich der Text gerade. Toll, ich weiß, bist du nicht so aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Sorry about that. Wir sind einfach nur glücklich, dass unser Team so eine Rettungsmission hat. Ja, du hast eine spezielle Aufgabe für uns? Ja, darüber, da ist ein weirdes etwas von irgendwas, ich kann nicht so gut Englisch im... Warte kurz, da ist ein seltsames Signal in, in Fortinwelt erschienen. Reisende Pokémon werden sehr nervös deswegen. Okay, das ist... Wir sind schon dabei. Außerdem... es gibt Gerüchte, dass ein merkwürdiges Pokémon... Ein starkes. Oder ein starkes... Strange. Na, Strange heißt merkwürdig. All die Felsen heißt es. An denen schuld ist. Und wer auch immer das sein könnte, ihr müsst es aufhalten, davon die Felsen auf die Wege zu legen. Okay. Wir gehen. Aha. Eine Mission. Yay. Wir wollen gehen. Okay. Wir wollen gehen. Stoppen, die wir. Halt, stopp! Ich singe. Oh Gott, ich weiß, woher die Anspielung ist. Ich weiß. Und wenn du nicht aufhörst zu singen. Okay. Du bist erst ein Freundeskiller. Ja, ich hätte jetzt als Spielverderber gesagt. Ich würde sagen, für heute reicht. Also für diese Folge reicht das jetzt. Warte kurz, ich muss mal die Anspielung erwähnen. Das ist von Bernd Brüder. Hä? Okay, kenne ich nicht. Koda singt da und sag stopp. Stopp! Einfach. Ich kenne nicht mal die Sendung oder was das ist, also. Disney-Film.
Habe ich nie geguckt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, bleibt schön, Mr. S.